Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Go und wir sind angelangt bei Kapitel 5 von 8. Wir schauen uns gleich nochmal hier die Aufgaben an, was es gibt. Text habe ich jetzt leider nicht mehr da, aber was müssen wir machen? Tausche ein Pokémon, entwickle nachts Evoli zu Nachtara und laufe 10 Kilometer mit Evoli als dein Kumpel, um Bonbons zu verdienen. Da habe ich mir wieder was Besonderes ausgedacht, weil wir haben ja das 100er Psyana entwickelt. Nachtara ist jetzt nicht so toll. Nachtara, weiß ich nicht, kann man überhaupt nicht gebrauchen. Ein 35er Level Nachtara habe ich schon, würde ich also jetzt nicht nochmal machen. Ein Shiny Nachtara habe ich auch schon, würde ich jetzt auch nicht nochmal machen. Mein Bestes hat 91%, ich will aber keinen 96er dafür verschwenden. Also habe ich mir überlegt, wir scrollen mal hier durch und nehmen einfach ein Glücks-Evoli. Und dieses Glücks-Evoli, oh mein Gott, ich hätte ins andere Menü gehen müssen. Dieses Glücks-Evoli nehmen wir jetzt als Buddy, um ein Glücks-Nachtara zu machen. Denn ich will jedes Pokémon ja auch als Glücks-Pokémon haben. Und dann können wir diese Gelegenheit nutzen, direkt ein Glücks-Nachtara zu machen. Habe ich noch nicht, ist dann neu, passt dazu, wunderbar. Dafür schmeißen wir das Psyana mal weg. Holen uns hier nochmal Evolis ran, nach WP geordnet. Und nehmen das kleinste Evoli, das kleinste glückliche Evoli an die Hand, laufen damit, machen ein Lucky Nachtara draus. So. Was müssen wir sonst noch machen? Genau, einen Tausch. Aber den Tausch machen wir später. Wir gehen jetzt erstmal los und machen da hinten den Keifel Raid auf dem Weg, weil wir dann wieder weiter müssen und dann geht's bam. Willkommen zurück, immer noch Kapitel 5 und wir müssen natürlich noch einen Pokémon tauschen. Das machen wir jetzt noch mit dem Kollegen Iswo hinter mir hier und führen noch einen Spezialtausch aus. Dazu gehen wir auf unsere Freunde, suchen das Elisa-Huhn, gehen auf Tauschen. Und er möchte natürlich wieder mal einen Lavados haben. So, dann nehmen wir natürlich das Schlechteste und geben das ihm gleich hinterher. Bam, Römhild, Römhild, was ein Zufall. Keiner von uns kommt aus Römhild. Aber da geht's los, da geht's ab. 1600 Sternstaub. Die Aufgabe ist erfüllt, wie ihr seht. Und ich freue mich natürlich schon riesig auf den Lavados-Tag. Arctos und Zapdos kamen ja schon 3 Stunden an allen Arenen. Das ging richtig krass ab. Und Lavados wird bestimmt genauso genial. So, 17:51, kann sich im Kampf noch verbessern. Schlechtester Satz, aber egal, war ja nur für die Aufgabe. Die Aufgabe also gelöst. Und ihr seht, wir müssen immer noch 10 Kilometer laufen, 2 Bonbons und ein Nachtara entwickeln. Das Lucky Nachtara kommt immer näher, also seid gespannt, wie es weitergeht. Wir melden uns kurz zurück, denn ein 2 Kilometer Ei ist aufgegangen. Ein Togepi, wieder ein Baby und das heißt gleichzeitig auch, Evoli hat sein letztes Bonbon gefunden und die 10 Kilometer von Evoli sind nun auch voll. Wir gucken noch mal kurz hier in die Aufgabe. Da seht ihr, 2 sind beendet. Jetzt fehlt natürlich noch, entwickle nachts Evoli zu Nachtara. Wir wollten ja ein Glücks-Nachtara machen. Also müssen wir warten, bis es dunkel wird. Ich glaube, jetzt ist es 20.20 Uhr und 21 Uhr im Spiel schaltet es automatisch um. Und dann können wir das entwickeln und dann sind wir auch durch mit der Aufgabe. Also bis gleich, wenn es dunkel wird. So, und wir sind noch mal kurz zurück. Es ist zwar noch nicht 21 Uhr, aber wahrscheinlich ist die Uhrzeit scheißegal, weil man sieht ja, eigentlich ist es ja schon dunkel im Spiel. Und ich hätte das vorhin gleich mitmachen können, denn da oben ist schon ein Mond, eine Wolke. Ja, also gehen wir einfach mal rein, hoffen, dass das jetzt funktioniert. Gehen auf unseren Buddy, in das Buddy-Menü und entwickeln nichts, weil das GPS nicht da ist. Mann, jetzt fährt man schon extra 300 Kilometer von zu Hause weg und es ist immer noch kein GPS da. Also entwickeln wir ein Evoli zu Nachtara und ihr habt schon gesehen, unten die Aufgabe ist fertig. Also muss es ein Nachtara sein. So muss man sich nicht mal überraschen lassen, weil es unten schon angezeigt war. Ist natürlich jetzt ein normales, kein Shiny. Das haben wir ja letztens schon gemacht. Und da habt ihr ein Glücks-Nachtara. Das ist doch auch mal was Feines. Hui, und da freut sich's noch. So, dann können wir gleich mal schauen. Wir haben also hier alle Aufgaben abgeschlossen. Holen die gleich alle ab, die Belohnungen. Hier noch ein Upgrade, Bären, ein Sternstück. Bam, das kommt alles hier rein. Wunderbar. Und dann geht es weiter mit Teil 6 von 8.
Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.